Es ist ja nicht schlimmer als die Grippe. Wenn ich dabei bedenke, dass wir in Belgien 24 Fälle haben, zumindest stand gestern Abend, dann ist das auf die gesamte Bevölkerung gerechnet doch herzlich wenig. Ja? Und da wird doch aus meiner Sicht sehr viel Buhai gemacht. Wie soll ich mich fühlen? Ich meine, wenn ich was bekommen muss, werde ich es bekommen. Dass die Leute sich auf jeden Fall komplett verrückt machen. Also ich finde, Coronavirus, klar, ist alles schön und gut, aber ich meine, eine normale Grippe sind auch schon über Tausende von Menschen gestorben. Und ich finde jetzt, nur weil es der Coronavirus ist, der aus dem Wuhan kommt, finde ich, machen die Leute, also finde ich jetzt einfach komplett verrückt. Also ich meine, es bringt doch nichts, wenn ich Angst habe, dann bin ich geschwächt, dann kommt es ja eher auf mich zu, als wie wenn ich gelassen bin, meine ich. Ich bin ehrlich, ich habe keine Angst davor. Ich lasse es einfach auf mich zukommen und denke mir, ja, wenn es kommt, dann kommt es und wenn nicht, dann eben nicht. Also ich muss sagen, das beeindruckt mich jetzt nicht schwer. Wir sind jetzt beide krank, ist auch noch die Sache dabei, aber im Endeffekt ist es eine Grippe wie jeder andere auch. Ist natürlich, wird es mir verbreitet, aber... Mich persönlich, ich fühle mich, das macht mir nichts. Man muss sich nicht wegmachen lassen. Ça ne change pas ma façon de vivre, mais bon, c'est vrai que quand je vais dans des endroits publics, j'ai un peu plus peur, quoi. Par exemple, aller à l'hôpital, ça me fait peur, ou bien rien que les bus et tout ça, je ne prends plus, je marche à pied maintenant. Ja, schon ein bisschen ängstlich und man weiß ja nicht, wenn man jemanden trifft, ob die Person das hat. Oder nicht. Und es ist ja auch, man sagt, man soll Abstand halten, aber es ist auch nicht immer einfach. Wenn jeder einfach Ruhe bewahrt, das zu immer machen. Wir werden es überstehen, bin ich mir sicher.